So, was geht hier, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute zu einer Deckvorstellung von dem Lightsworn-Deck-Thema, und zwar pur in diesem Fall. Hab das schon mal vorgestellt, nur damals habe ich es weitaus schlechter gespielt, als ich es in dem Fall jetzt habe. Denn in dem Fall kann man das Deck jetzt sehr, sehr gut spielen und es kann auch echt gut Duelle rumreißen, wenn man eine gute Hand in dem Fall hat. Das Deck ist halt wie gesagt ausschließlich mit der Lightsworn-Engine. Als Ergänzung dazu haben wir aber noch ein paar zusätzliche Karten reingetan, aber es spielt halt kein anderes Deckthema mit unter anderem mal Donnerdach oder so. Es ist halt pur Lightsworn mit unterstützenden Karten wie zum Beispiel den Levianir, die Blumenzwiebel, Jet Synchron. Damit kann man dann halt nochmal einfacher dann nochmal den Gegner ein bisschen in den Einzug zerstören. Das ist halt ebenfalls das Ziel dieses Decks, halt dann, man geht second, hat eine gute Hand und will dann den Gegner direkt in einer Runde komplett vernichten. Wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann. Der Zweck des Decks ist halt darin, mit den eigenen Monstern zu millen. Beziehungsweise zu millen und dann auch noch ein paar Karten zu ziehen. Was durch die Solar auch wieder aufladen zum Beispiel möglich ist, weil sie millt und lässt sich Karten ziehen. Wenn man ein Lightsworn-Monster abschmeißt, kann man zwei Karten ziehen und zwei Karten millen. Und dafür spielen wir auch zum Beispiel einen Stegosaurier und dann halt mit in Kombination von ihm hier und den anderen Lightsworn-Monstern, die in dem Fall immer Licht sind und er ist halt Finsternis, auf den Levianir zu gehen, der dann halt auch noch Karten zerstören kann. Und da kann man, wenn man ihn zum Beispiel noch eine aufblühende Blumenzwiebel oder ein Jet-Synchron im Friedhof hat, kann man dann zum Beispiel die wiederholen und dann wieder mit denen eine 8er-Synchro machen, oder beziehungsweise eine 9er-Synchro, zum Beispiel mit den Zambara Dragon Mag. Die kann man dann wieder verbannen und dann wieder neue Monster schießen. Das ist alles easy in diesem Deck machbar. Da ich keinen dritten Levian hier habe, habe ich jetzt einen Urteilsdrachen da drin. Und deswegen spiele ich auch diese drei Monster, also die beiden könnte man auch so einfach spielen. Aber die hier muss man halt nicht zwingend spielen. Die hätte man auch rausnehmen können und dann einfach gegen was anderes ersetzen können. Zum Beispiel gegen den dritten Levianir. Der Urteilsdrache ist einfach als Ersatz für den dritten Levianir gerade gedacht. Aber funktioniert auch natürlich so, wie ich es jetzt euch gerade vorstelle. Und da ist meine Uhr, Dankeschön. Genau, dann haben wir noch die einzelnen Monster. Der Urteilsdrache kann 1000 Life-Monster und alle anderen Karten auf dem Spielfeld zerstört alle anderen Karten auf dem Spielfeld und er mildt auch Karten. Levianir aktiviert seinen Effekt abhängig davon, was er gewünscht hat, wenn er nur Lichtmonster spielt, wenn er nur Lichtmonster verbannt hat. Lässt ein Monster sich als Spezialbeschwörung beschwören, weil nur Finsternis mischt eine random Karte von der Hand des Gegners zurück und bei Licht und Finsternis zerstört er zwei Karten, bis zu zwei Karten. Der Stegosaurier ist auch unter anderem, beziehungsweise der Stegosaurier heißt er ja, ist in dem Fall auch praktisch, wenn man zum Beispiel gerade nicht so gut zieht, aber dann ihn trotzdem gemillt hat, kann man ihn nämlich einfach 1000 Life Points zahlen, wenn er angegriffen wird. Man erhält dann aus dem Kampf keinen Schaden. Und er wird dann aufs Feld beschworen, aber er wird dann halt verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Das ist aber überhaupt kein Problem, das ist sogar sehr praktisch, weil wenn der Gegner zum Beispiel direkt angreift mit 3000 und du hast nur 3000, kannst du stattdessen 1000 Life Points opfern, dann halt noch in dem Fall zum Beispiel Schicksal ziehen, triggern, weil man dann halt 2000 Life Points hat und dadurch kann man dann zum Beispiel die Karte ziehen, die man will. Also da kann man ein bisschen miteinander rumspielen. Die beiden sind einfach generische Empfängermonster, die man aus dem Friedhof holen kann durchs Millen. Für ihn muss man nur eine Handkarte abschmeißen, für ihn muss man die oberste Karte des Decks millen. Ist alles beides möglich. Und die sind ja auch nicht schwer zu millen. Raiden kann in der Main Phase einmal zwei millen und dann in der End Phase zwei millen und er kriegt dann 200 Angriffspunkte für jedes Lightsworn-Monster, was er in der Main Phase gemillt hat. Raiko ist in dem Fall, falls man First geht und man gerade nichts hat, weil wenn er Flip beschworen wird, kann man eine Karte auf dem Friedhof wählen und sie zerstören und er millt dann auch nur drei Karten, was auch echt praktisch ist. Die Fehde ist deshalb, wie gesagt, einfach nur drin wegen Urteilsdrachen, aber sie kann auch, ist ein generischer Ersatz für den Raiden, falls man den gerade nicht gemillt hat. Lumina einfach, weil sie das generische Monster ist, was den Raiden dann wiederholen kann. Sie millt ebenfalls drei Karten in der Endphase, genauso wie die hier, die millt auch drei Karten in der Endphase. Die Lichtbrigade darf sich einen Lightsworn-Monster suchen, wenn sie dann drei Karten gemillt hat als Kosten. Die Monster-Reinkarnation kann man dann in dem Fall benutzen, wenn man dann zum Beispiel einen Levian hier im Friedhof gemillt hat und ihn jetzt gar nicht wieder auf die Hand zurücknehmen will. Und dann haben wir natürlich noch die Solar-Wiederaufladung, die ich dann einfach zwei Karten ziehen lässt und dann noch zwei Karten wählt. Also es ist relativ generisch das Deck. Die Frage ist halt nur, was man idealerweise zieht. Solange man mit einer Solar-Wiederaufladung und einer Lumina startet, hat man eigentlich eine sehr gute Starthand. Da kann man dann eigentlich nicht viel falsch machen. Oder man mildt einfach viel und hofft dann noch, dass man einen Levianir hat. Ihr könntet jetzt auch zum Beispiel sagen, ich tue noch einen Reiko raus und tue stattdessen eine Melodie des erwachenden Drachen rein. Das ist auch kein Problem. Kann man beides machen. Zambara Dragon Mag einfach nochmal zusätzlich, wenn man kartenlos werden will. Ein generisches 8er Target für den Fall, dass man noch nach einem 7er Synchro dann noch eine 8er Synchro gehen will. Weil mit der hier ist das überhaupt kein Problem. Man kann dann natürlich den Michael auf den hier gehen. Und der macht auch noch durch lange Kampfschaden. Ist auch relativ praktisch.
Der Michael ist einfach das, ein gutes Bossmonster, er kann 1000 Life Points zahlen und dann kann man eine Karte, die man will, banishen. Und er mildt ebenfalls Karten, Black Rose, für den Fall, dass der Gegner einen zu starken Support hat, kann man es damit sprengen. Und dann kann man halt zum Beispiel mit Levianir und Unterzache nochmal reinrennen. Den Ziehöllenlord Zeta würde ich euch sehr empfehlen, der ist halt First Turn eine richtig gute Karte. Für den, dann kann man nämlich auf den erstmal gehen und dann, wenn der Gegner irgendwo Spezial schaut, kann man das Monster, dieses Monster und das andere Monster bis zum nächsten Turn bypass banishen. Und der Samurai-Zerstörer ist einfach ein gutes Target, einfach ein generisches sweepender Target. Und der Onimaru ist gar nicht so schwer zu rufen, indem man nämlich einen Raiden einfach und einen Levianir benutzt, hat man ein Instructable Boss-Monster auf dem Feld. Also schlecht ist diese Karte auf keinen Fall. Man kann sie dann zwar auch theoretisch durch Inio und Inio holen, aber seinen Effekt kann man halt keine 6000 mehr, beziehungsweise keine 3000 ATK zusätzlich mehr bekommen. Das geht halt nur, wenn es ausschließlich Synchro-Monster waren. Aber das ist trotzdem egal, das ist immer noch ein gutes Target. So, ich habe dann wieder einige Replays für euch vorbereitet. Ich wünsche euch dann viel Spaß dabei. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren mitteilen, ob ihr auch noch gerne mal wieder ein paar Livestreams sehen wollt, denn ich habe mal geplant, wieder ein paar Livestreams machen am Wochenende. So einen zumindest in der Woche würde ich mal versuchen, dann vielleicht so am Sonntag zu machen für 2 Stündchen. Würde mich freuen, wenn euch das gefällt. Mein Twitch ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal einen Abo dalassen, beziehungsweise eine Follow heißt es ja auf Twitch. Sub ist nicht notwendig. Sub, nein, hui. Geld, Aussie Prime, dann ist das was anderes. Aber ich hoffe, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Replays und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich sag mal, ciao. Leute!